Am Tag vor den so wichtigen Inflationsdaten aus den USA lehnen sich die Aktienmärkte nicht allzu weit aus dem Fenster, erwartungsgemäß könnte man sagen. Aber erstaunlich ist, dass die Anleihenmärkte das sehr wohl tun, nämlich sich aus dem Fenster lehnen. Wir sehen heute deutlich steigende Renditen, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Die Anleiherenditen steigen. Das heißt, man geht seitens der Anleihenmärkte davon aus, dass zumindest die Inflationsdaten morgen nicht auf der Unterseite überraschen werden. Und wir wollen uns das derzeitige Setup mal anschauen. Wie gehen diese Märkte an diesem Tag letztlich vor den Inflationsdaten raus? Was ist da zu erwarten? Wie ist die aktuelle Lage? Wir sehen, Value, Dow Jones ist im Plus, Nasdaq ist im Minus. Das ist im Übrigen, wenn der Nasdaq, also wenn die Technologieaktien heute schließen, wäre das innerhalb der letzten 6 Handelstage 5-mal, dass der Nasdaq negativ wäre. Fühlt sich nicht so an, ist ja auch nicht wirklich viel passiert, aber es ist schon auffällig. Und auffällig ist auch, dass etwa der VIX weiterfällt, also die Volatilität, die in den Aktien des S&P 500 eingepreist wird für die nächsten 30 Tage. Hier sehen wir einen Wert von unter 19, heute auch wieder 1,5% geht es nach unten. Also man hat jetzt nicht unbedingt seitens der Aktienmärkte riesige Angst, hat nicht das Bedürfnis, sich jetzt abzusichern für eine Zahl, die vielleicht höher ist als erwartet in Sachen Inflation. Und heute auch dann Äußerungen von Williams, dem Chef der New York Fed. Aber schauen wir uns vielleicht zunächst mal an, das, was morgen erwartet wird. Die Kernrate ist vor allem im Fokus. Da wird erwartet plus 0,4% und 5,6% zum Vorjahresmonat. Also die Inflation ohne Nahrung und Energie. Dagegen die CPI-Daten, also die Headline-Zahlen 0,2 und 5,2. Aber wie gesagt, die Kerninflation ist offenkundig das Problem jetzt. Das hat auch Williams heute gesagt. Wir müssen unbedingt die Underlying Inflation, das ist der englische Begriff für Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie, nach unten bringen. Und wenn die Inflation weiter dauerhaft ist, müssen wir unsere Geldpolitik daran orientieren. Sollte die Inflation fallen, so hat Williams heute auch gesagt, dann könnten wir ja auch die Zinsen senken, aber davon sind wir noch weit entfernt, denn diese Inflation ist noch weit über unserem 2%-Ziel. Interessant auch Aussagen zur Bilanzsumme, die die New York Fed heute gemacht hat. Man sagte, wir erwarten, dass wir bis Mitte 2025 unsere Bilanzsumme von derzeit 8,7 Billionen auf etwa 6 Billionen reduzieren werden. Das wäre doch eine ganze Menge, würde also bedeuten, dass die Fed weiter Anleihen auslaufen lässt, respektive eben ihre Bilanzsumme dadurch deutlich verkleinert. Schauen wir uns nochmal diese Core CPI an, also diese Headline, diese Kerninflation ohne Nahrung und Energie. Wenn es morgen so kommt, wie man erwartet, dann wäre es der 4. Monat in Folge, wo wir mindestens einen Anstieg der Kerninflation von 0,4% gesehen haben. Im letzten Monat war es 0,45%. Also es ist wie in Deutschland auch, wie in Europa auch, die Inflation geht vor allem aus dem Dienst- oder vom Dienstleistungssektor aus. Die Gütersektoren respektive das verarbeitende Gewerbe ist da gar nicht mehr mit an Bord. Das waren die Inflationstreiber in der ersten Phase der Inflation. Jetzt bekommen wir offenkundig die zweite Phase der Inflation, wo die Kernrate der Inflation nach oben geht, wo wir eine Art Lohnpreisspirale sehen, vor allem im Dienstleistungssektor. Und das ist eben auch nötig, weil eben die Löhne letztendlich deutlich weniger gestiegen sind als die Inflation. Hannes Zipfel hat mal hier diesen Unterschied in dieser Grafik eingebunden. Unter Verweis auf eben die Reallöhne, also die Lohnsteigerungen abzüglich der Inflation. Und das ist auch das, was zum Beispiel in Deutschland ja kaum thematisiert wird. Es ist zum Beispiel jetzt bei den Tarifverhandlungen oft die Rede, da gab es im Textilbereich schon einen Abschluss, wo dann Niedrigverdiener dann mindestens 200, 300, 400 Euro mehr bekommen. Und das ist dann eine Steigerung von teilweise 20-30%. Während für die anderen dann meistens so 8, 10, vielleicht 12% drin sind, das werden wir sehen, aber das bezeichnet eben diese Lohnpreisspirale. Und es geht eigentlich auch nicht anders, denn du kannst nicht zulassen, dass Teile der Bevölkerung komplett aus dem Konsum kippen, weil sie sich diesen Konsum gar nicht mehr leisten können. Also musst du gucken, auch des demokratischen Friedenswillens, dass du diese Leute
weiter eben im Konsum hältst. Aber kommen wir mal zu den Anleihen. Da sehen wir heute doch Erstaunliches. Etwa die 10-jährige deutsche Staatsanleihe, 13 Basispunkte gestiegen. Das ist ein ziemlich großer Schnaps. Das gilt für Frankreich, Italien, Spanien relativ ähnlich. In den USA sehen wir, dass die dreimonatige T-Bill, also die Staatsanleihe mit kurzer dreimonatiger Laufzeit, heute ein neues Hoch erreicht hat. Wir sehen, dass die 2-jährige US-Rendite, die besonders stark auf Zinsänderungen der Fed reagiert, eben weil die Laufzeit nicht allzu lange ist, hier wieder ganz, ganz deutlich über der 4%-Marke ist mit deutlichem Anstieg. Das heißt, die Anleihenmärkte gehen offenkundig davon aus, dass die Inflationsdaten, wie ich schon sagte, nicht auf der Unterseite, wenn überhaupt auf der Oberseite überraschen werden. Wir werden sehen. Aber wir sehen eben auch, dass die Konsumenten inzwischen das erste Mal jetzt seit 5 Monaten wieder eine höhere Inflation erwarten. Hier sind etwa jetzt die Inflationserwartungen jetzt von 4,2 im Februar auf im März 4,7% gestiegen. Das ist immer eine Umfrage der New Yorker Fed, die einmal im Monat kommt. Wir sehen also hier eine deutliche Veränderung der Inflationserwartungen. Und interessant ist auch, dass vor allem die Älteren, also diejenigen, die über 60 sind, hier am meisten in Sachen Inflationserwartung sich positionieren. Die erwarten also eine höhere Inflation. Und die Leute, die über 60 sind, die haben auch eben noch die 1970er, 80er Jahre Inflation miterlebt. Die haben also das schon erlebt, was die anderen eben jetzt das erste Mal erleben, nämlich ein vergleichsweise doch hochinflationäres Umfeld. Und was passiert eigentlich, wenn jetzt das eintritt, was immer klarer sich abzeichnet, nämlich dass die Banken weniger Kredite vergeben? Warum tun sie das? Weil eben die Kunden Gelder abgezogen haben von den Banken, sie in höher verzinste Geldmarktfonds gelegt haben. Das haben wir vorhin bei der dreimonatigen Staatsanleihe gesehen. Wenn da eben diese Renditen steigen, dann werden Geldmarktfonds, die kurzfristig solche Gelder eben annehmen, weiter attraktiver. Aber was machen Firmen, die besonders auf Kredite angewiesen sind? In der Regel versuchen sie, ihre Preise zu erhöhen und den Output zu senken. Das heißt, sie produzieren weniger, um die Kosten zu reduzieren, die sie haben, um nicht auf Kredite angewiesen zu sein, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite versuchen sie eben durch die Erhöhung der Preise die Liquidität reinzubekommen, die sie per Kredit nicht mehr oder wenn überhaupt nur noch sehr teuer bekommen. Und das Ganze nennt man dann Stagflation. Das heißt, die Firmen, die besonders auf Kredit angewiesen sind, tragen dazu bei, dass eher die Inflation weiter steigt und dadurch aber auch eben die Gütermenge nicht weiter steigt, weil die eben weniger produzieren. Das heißt, die Güter werden seltener, gleichzeitig erhöhen sie die Preise. Das nennt man dann Stagflation, nämlich dass die Wirtschaft stagniert oder schrumpft, die Arbeitslosigkeit steigt und möglicherweise eben dann auch doch die Nachfrage sinkt, weil eben mehr Leute arbeitslos werden und dadurch nicht mehr so konsumieren können wie zuvor. Und all das in diesem Umfeld jetzt, wo wir sehr, sehr sportliche Bewertungen an den Aktienmärkten haben. Charlie Bilello hat hier mal aufgelistet, naja, wie schaut es denn aus mit Price to Sales, also Marktkapitalisierung zu Umsatz pro Jahr, wie verhält sich das? Da haben wir etwa eine McDonald's, die jetzt mit 9, also 9-fache Bewertung des Jahresumsatzes, nicht des Gewinnes, die höchste Bewertung ever hat. Also man kann nicht sagen, dass hier günstige Bewertungen der Fall wären. Dann schauen wir uns Microsoft an, 10,4, Tesla 7,9, Apple 6,7, Facebook 5,0, Google 4,9, also das sind alles Bewertungskategorien, die schon eher historisch am oberen Ende sind. Jetzt gibt es ja viele, die den Start eines Bullenmarktes bereits gesehen haben wollen, aber die Bewertungen sind jetzt nicht so wie am Anfang eines Bullenmarktes. Da ist nämlich der Markt in der Regel günstig, sind Aktien günstig. Das sind sie jetzt offenkundig nicht. Und wie gesagt, es gibt kaum Sorge an den Aktienmärkten. Der VIX etwa unter der 19er Marke. Und wenn wir jetzt mal den 4-Day Realized Volatility, also die 4-Tages realisierte Volatilität anschauen, dann sind wir jetzt so tief wie zuletzt auf dem Allzeithoch, das im Januar 2022 gewesen ist. Also kurz bevor die Fed klar machte in ihrem Protokoll am 5. Januar 2022, dass man es ernst meinte mit der Zinsanhebung. Und ja, man hat es ernst gemeint und jetzt sehen wir, dass unter anderem durch diese schnelle
Zinsanhebung eben die Geldmenge M2. Die Amerikaner ermitteln die M3 nicht mehr, die Geldmenge M3. Jedenfalls sehen wir, dass die Geldmenge jetzt zum Vorjahresmonat Februar mit minus 2,4% den größten Rückgang der Geschichte, seit es diese Daten gibt, verzeichnet hat. Und das ist sozusagen so eine Art Boom und Bust, wie die Deutsche Bank hier klar macht. Wir haben die größte Erweiterung der Geldmenge M2 gesehen seit dem Zweiten Weltkrieg, und jetzt sehen wir den größten Rückgang der Geldmenge M2 seit dem Zweiten Weltkrieg. Also wir leben gewissermaßen in einer Zeit der Extreme, und das gilt nicht nur für die USA. Hier hat Alexander Vogt mal die verschiedenen Währungsräume aufgezeichnet. Das gilt ähnlich für die Eurozone. Hier überall letztendlich der Rückgang der Geldmenge M2. In den USA ist es besonders so, und das ist ein interessanter Punkt, eben, dass die Verlagerung von Bankeinlagen, die Kunden ziehen ja Gelder von den Banken ab und packen sie in diese Geldmarktfonds, dass das die Geldmenge M2 reduziert, da Geldmarktvermögen nicht den Multiplikatoreffekt haben, den Bankvermögen auf die Geldmenge haben. Also letztendlich ist das, wenn man so will, ein Entzug von Liquidität, der Transfer von Bankeinlagen hin zu Geldmarktfonds, und das war ja das große Spiel, weil eben diese Geldmarktfonds deutlich bessere Zinsen letztendlich bieten. Und wenn die Banken diese Geldabflüsse haben, dann versuchen sie natürlich, das Geld zusammenzuhalten, vergeben weniger Kredite. Das merken jetzt vor allem kleinere Firmen in den USA, Kleinunternehmen, die befragt werden von der NFIB Survey, also praktisch der Umfrage von NFIB. Hier sagen 9%, dass es deutlich schwieriger geworden ist, oder 9% mehr als im Vormonat, deutlich schwieriger geworden ist, Kredite zu bekommen. Das ist der größte Anstieg seit Dezember 2012. Und wir dürfen nicht vergessen, dass diese kleinen Firmen, also so Unternehmen bis 50 Mitarbeiter in etwa, die Hälfte aller Arbeitsplätze in den USA zur Verfügung stellen. Also wenn es da rumpelt und schwierig wird, dann merkt man das in der Arbeitslosigkeit. Und hier sehen wir auch etwa, dass gefragt wurde, nicht nur bei den kleinen Firmen, sondern jetzt generell eine Umfrage, die jetzt kürzlich in den USA stattgefunden hat. Ja, ist es denn schwieriger geworden, Kredite zu bekommen? Da sagen mehr als die Hälfte, ja, es ist in den letzten Wochen schwieriger geworden, eben vor allem seit Beginn der Bankenkrise. 9. März oder sowas ist Silicon Valley und Signature Bank pleite gegangen. Dementsprechend ist es gerade für kleinere Firmen eben immer schwieriger, an Kredite zu bekommen. Und da hängt ja ein Rattenschwanz dran. Wenn ich keine Kredite bekomme, werde ich weniger investieren, werde möglicherweise auch keine Leute einstellen, die ich so aus dem normalen Business vielleicht nicht bezahlen kann. Und hier sehen wir, deswegen sind diese kleinen Firmen laut dieser Umfrage NFIB so pessimistisch wie seit 1980 nicht mehr, was die weitere Entwicklung betrifft. Und vielleicht ist das ein Vorbote, nämlich diese kleinen Unternehmen werden auch gefragt, ja, wie schaut es denn aus mit den Preisen, die ihr erzielen wollt? Und da wird also gefragt, wollt ihr die Preise anheben oder nicht? Und hier sehen wir einen drastischen Rückgang der Firmen, die ihre Preise anheben wollen. Die liegt jetzt unter 30%, und normalerweise folgt die Inflation doch relativ genau diesen Frühindikator der Kleinunternehmen. Ob es diesmal so kommt, werden wir sehen. Aber faktisch ist natürlich diese Kreditklemme, die jetzt immer klarer wird, auch ein Auslöser von Bankrotten, Zombiefirmen, die vorher nur durch Nullzinspolitik überlebt haben. Die schaffen es jetzt teilweise nicht mehr. Und jetzt wurden zum Beispiel auch diese kleinen Unternehmen, hier der untere Chart, gefragt, naja, wie schaut es denn aus? Ist es jetzt eine gute Zeit zu expandieren oder nicht eine gute Zeit zu expandieren? Und da sagen Rekord viele Unternehmen, nicht gut zu expandieren. Das heißt, die werden vorsichtig, die werden ängstlich, und das steht komplett im Kontrast etwa zu den Aktienmärkten auf der anderen Seite, weil eben diese Kreditklemme jetzt durch die Pleite von Banken und dann eben die geringere Kreditvergabe durchaus Stress im Finanzsystem auslöst, wie wir hier in dieser Grafik sehen. Und dieser Stress im Finanzsystem ist jetzt in etwa so wie bei Platzen der Dotcom-Blase oder damals in den 90ern dieser Hedgefonds LTCM, Nobelpreisträger, die diesen Hedgefonds gegründet haben und dann explodiert sind, weil sie so genial waren, dass sie dann pleite gingen. Und pleite könnten
vor allem Bereiche aus dem Commercial Real Estate Sektor gehen. Hier sehen wir mal Commercial Real Estate Activity, also Geschäftsimmobilienaktivität ist deutlich nach unten gegangen. Wir haben ja jetzt in den nächsten 5 Jahren 2,5 Billionen an Krediten, die da refinanziert werden müssen. Und Thorsten Zwock von Apollo sagt, ehemaliger Deutschbanker, sagt, diese CRE-Bubble, also diese Commercial Real Estate-Bubble, ist dabei zu platzen. Das wird dazu führen, dass die Fed dann noch in diesem Jahr die Zinsen senkt und wahrscheinlich in 2024 dann wieder QE betreiben muss, also Quantitative Easing. Vielleicht ist der Unterschied zwischen der Finanzkrise 2008 und folgende und heute der, dass vor allem jetzt die Gewerbeimmobilien gefährdet sind. Das war, wie gesagt, in der Finanzkrise waren es vor allem eben die Privatimmobilien, die hier diese großen Probleme verursacht haben. Und wir sehen, dass jetzt die Zinskurven sich langsam wieder versteilen. Und das ist eigentlich kein guter Moment auch für die Aktienmärkte. Die erreichen normalerweise in solchen Bereichen nicht gerade neue Hochs. Und normalerweise ist es eben so, 10 Monate beträgt der Abstand zwischen dem ersten Zinssenkungsschritt der Fed und dem Tief, das wir dann sehen. Das zumindest zeigen historische Daten. Aber diesmal, meine Damen und Herren, ist sicherlich alles anders. Wir haben hier mal bei Finanzmarktwelt zusammengestellt, Rezession voraus, wie gerade der US-Konsument ausgebremst wird. Das ist schon dramatisch. Und letztendlich muss ja irgendwer die Waren kaufen, die die Firmen produzieren. Wie das gehen soll, weiß ich nicht. Das war die erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung, wie viel Geld von den Banken abfließt, 483 Milliarden Dollar in 4 Wochen von US-Banken abgeflossen, in Geldmarktfonds reingeflossen. Zweite Empfehlung. Dritte Empfehlung, die Fed sagt, ach, das hat doch mit uns nichts zu tun, in Gestalt von New York Fed-Chef Williams, der sagt, also ich glaube nicht, dass das wegen der schnellen Anstieg der Zinsen ist. Natürlich ist es der schnelle Anstieg der Zinsen, der eben eine Alternative geschaffen hat mit hochverzinsten Geldmarktfonds. Also weg von der Bank, wo ich keine Zinsen oder geringe Zinsen kriege, hin da rein. Da habe ich eine kleine Abrechnung mit der Fed geschrieben. Also 3 Empfehlungen. Ich freue mich, wenn Sie morgen dann am Videosblick dabei sind, wo ich nochmal auf die Daten zur Inflation eingehe, was die einzelnen Häuser erwarten. Also, für euch Servus, ich sage Servus und Ciao.